So, liebe Freunde, ich freue mich heute hier Matthias Hawks bei mir zu Gast zu haben. Matthias Hawks ist Zukunftsforscher, wer ihn nicht kennt. Mich persönlich begleitet ihr Text Beginn von Corona, hat mich eine ganze Weile begleitet. Wir hatten damals auch einen Online-Kongress gemacht, also ich und noch ein paar andere Beteiligte, weil wir, also mich hatte der Text damals inspiriert zu gucken, wo finden wir denn Kraft in der Corona-Zeit und was können wir uns ausrichten, damit wir nicht so in diese Negativspiralen reinkommen. Und das war im Prinzip der erste Kontakt, mein persönlicher Kontakt, also nicht persönlicher Kontakt, aber der Kontakt mit Ihnen und in Ihrer Denke. Und das nächste, was mich neulich angetriggert hat, und ich weiß gar nicht, was die Quelle ist, Sie haben gesagt, Claire Graves, der Urvater von Spiral Dynamics, wäre mit dem, was er rausgefunden hat, der Weltformel schon ziemlich nahe gekommen. Und das ist das, warum ich Sie gefragt habe, wollen wir da nicht mal drüber sprechen? Das hat mich angetriggert. Und damit würde ich eigentlich auch gern einsteigen. Wie stehen Sie denn zu Graves und warum beschäftigt Sie das so? Sie machen ja da dauernd. Genau, also mich, man könnte mich drüber, so wie ich das verstanden habe. Genau, man könnte mich als Fan bezeichnen. Und auch war es so, wenn wir uns unsere Welt so angucken, wie sie sich verändert und so stark verändert, dass ich denke, viele Menschen wenig Halt finden in dem, was gerade passiert. Und es eher so eine Negativspirale kriegt, wo viele Menschen glauben, okay, alles klar, das geht jetzt hier irgendwie einen Bach runter. Und das hat alles so eine Konnotation von Entropie. Also alles zerfällt halt irgendwie einfach. Und Spiral Dynamics für mich, was ist, wo ich sagen kann, okay, es kann immer mal so aussehen, aber das hat es schon immer gegeben, dass es Wellen gab, in denen Dinge aussahen wie Zerfall. Und dann haben sie sich neu sortiert und sie haben sich im Prinzip in einer höheren Ordnung, in einer höheren Komplexität neu organisiert und sind dann weitergegangen. Und die Menschen, die noch diese Krisen miterlebt haben oder noch vor den Krisen, die hätten sich nie vorstellen können, dass es mal in so eine Richtung geht. Und ich finde, das ist ein robustes Modell, ne? Das ist eigentlich robuste Modelle sind ja die Modelle, die Weltanschauungen, so kann man das, glaube ich, sagen, die Stabilität eben unabhängig von äußeren Einflüssen haben. Nicht? Also das sind ja alles Meinungen und Gefühle, die wir eben haben über das, was in der Welt passiert. Das sind ja alles Imaginationen, letztendlich auch Konstrukte, wie wir glauben, dass die Welt, es ist ja unendlich gefiltert durch auch die Medien und das mediale System. Und ich glaube, dass Spiral Dynamics da eben eine Art Weltformelnähe, also die Suche nach der Weltformel ist ja uralt, die hat ja auch Einstein schon immer angesprochen. Das war ja immer die Frage, finden wir quasi eine Formel, in die ganze Welt passt? Das ist natürlich nicht möglich, aber dieses biopsychosoziale Modell, also da sind ja zumindest mal drei große Elemente dessen, was wir über Veränderungen und über die Welt, über die Realität, über die Wirklichkeit wissen, über den Wandel, sind da eben drin. Das ist eben die Evolution, das ist repräsentiert durch das Biologische, die Psyche, also das Hirn, wie das funktioniert, wie unsere mentalen Strukturen funktionieren und das Soziale, das sind eben die menschlichen Sozialitäten. Und das ist schon ziemlich groß. Ne? Ich kenne noch ein paar andere Formeln, die auch so. Also die Bayes-Formel zum Beispiel, die über Unsicherheit Auskunft gibt, mit der man eben Unsicherheiten berechnen kann. Als Zukunftsforscher ist man ja Modellfreak. Und das ist schon großartig, weil es in der Tat, das haben Sie auch richtig gesagt, es hält einen. Und das ist ja immer die Frage, das ist ja im Buddhismus oder auch überhaupt im Erwachsenenleben immer die Frage, wie hält man sich selbst in einer gewissen Form gegenüber all dem, was um einen herum stattfindet. Und wenn wir jetzt so etwas wie Krieg hatten oder Pandemie, natürlich kann man sich dadurch total verzweifeln lassen. Ja? Nur man könnte sich auch ohne diese Events verzweifeln lassen, indem man einfach erlebt, wie das Leben ist. Ja? Das sterben Menschen, wir selber sterben. Unfassbar. Ja, man könnte ja eigentlich unentwegt ausrasten und sagen,
Die Welt ist verdorben und kaputt. Und vorher haben wir einfach vieles ignoriert. Ja. Also ich, nur wenn man so Krieg nimmt, die anderen Kriege, also 1,5 Millionen Tote in Ruanda oder jetzt 100.000 wahrscheinlich in Äthiopien, das kommt nicht an einen ran. Ne? Aber also insofern, das Hirn ist ja, muss ja selektiv sein. Wir können nicht alles wissen und halten. Und ich glaube, so diese Emanation des Inneren zu verstehen, dass die Welt in Wirklichkeit aus unseren inneren Haltungen und Konnektomen gemacht wird, das hat er einfach gut hingekriegt. Sagen Sie, haben Sie sich mal biografisch mit ihm beschäftigt? Man weiß ja ganz wenig über ihn, oder? Na, nur das, was in diesem orange-braunen Buch von Rainer Krumm steht. Ja, das der ist. Der hat schon das meiste zusammengetragen. Aber irgendwie ist nicht viel bekannt. Ne? Der hat sich dann ja auch sehr zurückgezogen. Das war, glaube ich, auch kein Zufall. Das ist vielleicht auch mal eine interessante Betrachtungsweise. Also ich gehe mal davon aus, dass die Zuhörer und Zuschauer das jetzt die Spiral Dynamic kennen als Evolutionsmodell des menschlichen Seins im Leben und in der eigenen Entwicklung. Es gab ja auch andere Entwicklungsmodelle von Piaget in der Kinderentwicklung. Also das hat ja auch Anschlüsse. Ne? Aber was ich eben interessant fand, ist, dass Graves sich ja dann auch sehr stark zurückgezogen hat in seinem Leben. So habe ich das jedenfalls verstanden. Weil er sehr krank war. Was hatte er denn? Das weiß ich nicht. Ich nehme an, dass er irgendein langwieriges Krebsleiden hatte. Und im Prinzip Dr. Beck ihn begleitet hat und gesagt, und die beiden sich darauf geeinigt haben, dass der eine nicht stirbt, bevor ihm dem anderen sein ganzes Wissen gibt und der andere ihm nicht von der Pelle rückt, bis er all das aufgeschrieben hat, was er wusste. Und, ja, auch interessant. Ah ja, das wusste ich gar nicht, dass der so nah an dem dran war. Ja, genau. Also die waren Freunde, weil Beck ist im Prinzip aufgrund eines Aufsatzes in der Times, ist er da hingefahren, hat gesagt, das klingt so faszinierend, da will ich mehr drüber wissen. Er hat dann gesagt, ja, wir müssen uns aber beeilen, ich werde sterben demnächst. Ja. Und dann ist er quasi mehr oder weniger zu ihm gezogen und die haben das Modell nochmal richtig neu auf neue Pfeiler gestellt und haben es ein ganzes Stück weit zusammen nochmal verfeinert und ausgearbeitet. Ja, lebt noch. Ja. Ja. Wobei ich sagen muss, dass die letzten Interviews mit ihm schwierig sind. So. Weil er schon so alt ist. Ja, im Sinne von, er springt dann vom 100. ins 1000. so schnell und so weiter. Ja, das tut man natürlich leicht, wenn man Spiraldynamiker ist. Ja, das stimmt. Das ist ja auch das Tolle dran, man kann ja super springen. Ja? Das ist ein existenzielles Modell und ich glaube, dieses Existenzielle ist das, was wir jetzt erleben. Und das, ich merke halt immer, dass man es immer übersetzen kann. Und vor allen Dingen natürlich auch die Bewegung, also die grundsätzliche Form. Also es ist so, dass ich aus der Trendforschung komme. Wir werden ja immer konfrontiert mit so diesen Graden, ja, also Zukunft als Linearität oder eben exponentiell. Also die Modelle von Zukunft sind immer entweder linear oder exponentiell und das scheitert immer. Ja? Mhm. Also jetzt scheitert zum Beispiel die Idee, dass es unentwickelten linearen Fortschritt gibt, ja grandios. Also genau zu dem Thema hätte ich mir eine Frage aufgeschrieben, aber ich habe gerade verschiedene Fragen. Das eine ist, wie nützt Ihnen denn so ein Modell wie Spiral Dynamics, um die Zukunft vorauszusehen? Weil wir haben ja gerade mal, wenn wir das Graves-Modell angucken oder auch was Beck sagt, wir haben ja gerade, könnten wir jetzt einen großen Shift sehen. Das heißt, wir sehen einen Shift vom First Tier zum Second Tier. Das heißt, wir kommen automatisch ins Integrale, weil unsere alten Handlungsweisen, unser altes Denken nicht mehr funktioniert. Und das ist ja im Prinzip in der Theorie, im Buch ein krachender Wechsel wirklich, weil immer mehr Individuen erwachen und wir aus unserem Schubladendenken rauskommen. Ja. Aber da haben Sie jetzt schon ganz viele Grundannahmen getroffen. Ne? Also die grundlegende Frage ist ja, ist es eigentlich ein progressives Modell oder ist es ein so offenes Modell, dass man jetzt auch sagen könnte, wir geraten jetzt eben tatsächlich in die Dystopie, in den Rückschritt. Also die Spiralen gehen ab jetzt nach unten. Ne? Und also das grundlegend Optimistische des Modells ist ja, dass es eine Evolution ist, die eine gewisse Zwangsläufigkeit der Komplexität hat. Also Zukunft wird eröffnet quasi durch die Erwartung des Komplexeren. Und gleichzeitig ist das System aber offen genug, dass es eben das, was wir erleben, als Turbulenz einpreist. Ja? Oder wir sagen auch Rekursion. Also was wir jetzt erleben in
mit dem Krieg ist ja eine Regression. Ist eine Regression einer Gesellschaft oder ein großer Teil dieser Gesellschaft in das kriegerische, in das rote Segment, vermischt mit dem blauen Segment. Es ist ja irgendwie auch absurd. Ja, also ich bin eigentlich sehr skeptisch gegenüber so Zahlenmagie. Ja, es gibt ja so Leute, die immer mit Zahlen rumfummeln und sagen, bist du grün oder gelb oder lila? Ich finde das immer, also ich unterscheide immer zwischen eigentlich scientistischen oder komplexen Systemen und magischen Systemen. Mhm. Mit magischen Systemen will man meistens Kohle machen. Mhm. Also mit Spiral Dynamics haben viele Leute auch Kohle gemacht, aber die Intention ist eben die Frage. Nicht? Mhm. Und wir eben in der komplexen Prognostik haben immer schon das rekursive Moment. Deshalb habe ich ja auch den Begriff der Regnose, also der Erfindung des Selbst durch diese Reise in die Zukunft und die Selbsterschaffung eines neuen Mindset. Mhm. Und das wird immer verwechselt mit einer Prognose. Also mir ist ja vorgeworfen worden nach diesem Text, das ist ja ganz anders gekommen. Und dann frage ich immer zurück, also über Corona, ne? Es ist ja alles ganz anders gekommen. Und dann frage ich immer, ist es bei Ihnen so anders gekommen? Weil die Idee einer Regnose ist ja, das Bewusstsein zu verändern. Und ich kann quasi heute immer noch mit diesem Blick auch auf das, ich finde Corona, das war nicht unbedingt die Superkatastrophe und es ist nicht nur negativ gewesen. Ich finde, das ist nur eine Wahrnehmungsfrage. Mhm. Also wenn man das so sieht, dann sieht man das so. Nach Confirmation Bias zieht man sich dann nur die negativen Erlebnisse rein und sieht eben, da gibt es irgendwelche Leute, die flippen aus, aber wie relevant die sind und wie wichtig und ob wir nicht auch Bewältigungsstrategien entwickelt haben, das wird dabei ja oft vergessen. Ja? Das ist im Prinzip diese Art von robustem Modell ist ja genau das, was uns auch im Leben hält. Nicht? Weil es ist ja ganz klar, dass so logisch, man kann das auch psychologisch so schön nachverfolgen, wie eine Gesellschaft wie die russische über Jahrhunderte von Traumata. Also ich habe jetzt auch viel über den Krieg geschrieben in meiner Kolumne. Und über Jahrhunderte von Traumata immer in diese Dunkelheit, in diese dunkle Resonanz gezogen wird. Ja. Und immer wenn Menschen Angst haben, kommen sie ja nicht weiter. Mhm. Ja, also wenn sie angstorientiert sind, dann bleiben sie stecken, dann regredieren sie, dann fangen sie an zu spinnen irgendwann, also im Sinn von Verschwörungsangst. Und das ist das, also dann closed sich dieses Modell, der offene Geist schließt sich und die Menschen machen diktatorische Ambitionen. Ja? Also sie lieben dann irgendeinen Führer, das kennen wir ja alles aus der deutschen Gesellschaft. Ja, also ich habe meine ganze Jugend damit zugebracht, mich zu fragen, warum haben meine Großeltern irgend so einem kleinen, durchgeknallten Gefreiten, quasi die License to Kill gegeben und die Welt zu vernichten. Oder, also meine Großeltern waren es nicht in dem Fall, aber es waren ja viele Großeltern. Mhm. Und die Geschichte wiederholt sich eben in Schleifen, aber, oder wie Mark Twain eben sagt, die Geschichte reimt sich, aber sie wiederholt sich nicht. Und das ist ja in einem spiralischen Modell, ist eben immer die nach oben offene Möglichkeit. Aber das ist eben eine Möglichkeit. Mhm. Die hat eben auch in sich viele Spiralen, die dann nach unten gehen. Und ich bin trotzdem der Meinung, dass dieser Krieg auf Dauer dazu führen wird, dass wir auf die nächste Ebene kommen. Und die wäre jetzt, wenn man in der Logik des Krieges macht, wir brauchen eine höhere Instanz. Ja? Also wir brauchen das Völkerrecht, darum geht es ja. Die UNO hat ja auch zum ersten Mal seit langem wieder so eine relativ große Einheit gezeigt, relativ im Vergleich zu früher. Der Krieg hat auch nicht Europa gespalten, wie ja der Krieg vor 100 Jahren. Also die Weltkriege haben ja Europa wirklich in der Mitte durchgespalten. Und so ist es ja auch nicht. Mhm. Aber das kann man natürlich, wenn man Angst hat und wenn man in dieser inneren Verwerfung ist, dann, wenn man die Flinte ins Korn wirft des Fortschritts, das kann man dann nicht sehen. Ja? Aber ich glaube, es ist eben sinnvoll, in die Zukunft hinaus zu denken. Was heißt denn das, wenn wir diesen Konflikt nicht lösen können, brauchen wir natürlich irgendeine Instanz, die höher ist. Und das wäre natürlich irgendeine Art von definierterer Weltregierung. Und ich bin sicher, dass diese Frage uns dauernd umtreiben wird. Und zwar die ganze Menschheit. Mhm. Weil das ist ja etwas, was einen betrifft. Und so funktioniert es ja. So funktioniert Fortschritt ja immer durch Krise, Katastrophe, Rekursion, Katharsis. Ja, letztendlich die deutsche Erfahrung, ich finde die deutsche Gesellschaft heute ganz vernünftig. Also es gibt ja diesen Negativismus, der immer sagt, alles ist scheiße. Ich finde das gar nicht. Ich finde, dass wir in einer ganz
Ich finde auch, es ist nicht so schlimm, dass die Züge nicht immer ganz pünktlich sind. Aber es gibt natürlich wahnsinnig viele Leute, die sagen, ja, das ist der Untergang des Abendlands. Ja, also diese, da gibt es auch diesen Katastrophismus, diesen inneren, der auch das Gute nicht mehr sehen kann. Und wenn man jetzt mal schaut, welche Art von Stolz und Widerstandskraft und ich habe ja Schwierigkeiten mit dem Wort Heroismus, in der Ukraine plötzlich entsteht. Ja? So diese Resilienz, dieses Unfassbare, diese menschliche Gegenenergie gegen die Zerstörung. Ja. Dann macht mich das wieder froh. Und jetzt kommt man natürlich in die moralische Schleife, weil dann alle sagen, ja, froh sein darf man überhaupt nicht über Krieg. Das ist natürlich richtig. Ja, aber und ich finde diese Differenzierung von innen und außen, ich glaube, die Intelligenz fängt ja dann an, wenn wir ziemlich weit im ersten Tier oder in der zweiten Großschleife dann weiter sind, nämlich wenn wir uns auch selbst beobachten können beim Beobachten. Ja. Wenn wir überhaupt ein Selbstbild über uns haben. Ja. Und das finde ich das Geniale an der Spiral Dynamic. Man muss sich selbst reflektieren, wo stehe ich eigentlich? Und ich habe damit tolle Experimente gemacht. Ich habe zum Beispiel auf großen Veranstaltungen, die ich habe so selber so ein paar Formate geschaffen, wo ich so Zukunfts-Mind-Change gelehrt habe. Und da habe ich mal die Theorie so abgefragt. Ich habe die erklärt. Ja, das ist gar nicht so leicht, die zu erklären. Das ist Ihnen sicher auch schon aufgefallen. Ne? Ja, ja. Man muss sich schon richtig reindenken, was das bedeutet, die inneren Haltungen. Also warum ist rot rot und blau blau? Und so. Also was ist eigentlich gelb? Ja, die Leute schreien sich immer, bin ich gelb oder bin ich grün? Ja, ja, alle wollen gelb sein. Alle wollen gelb sein, aber inzwischen sind wir sind eigentlich eher erst im Übergang zum Grün und ins Gelbe. Ja. Das ist ja. Und dann habe ich die Leute gefragt, so was ist ihre primäre Farbe und was ist ihre sekundäre Farbe? Und dann hatten die so Farbkäfigchen und konnten die hochhalten. Und dann hatte ich 350 Leute in einem Saal und man konnte ein Muster sehen. Das war super großartig. Und was mich zum Beispiel sehr überrascht hat, war, also dass Leute, die zu mir kommen, mir alten Hippie, der ja nun wirklich auch in einer gewissen Art und Weise gebrandet ist, es waren ganz viele mit Rot. Ja? Also es waren ganz viele, die waren im Zorn. In einer Veranstaltung, die ich einen Tag mit ihnen begleite, da waren sie im Zorn. Ich glaube, hoffentlich auf mich, nicht auf mich. Also haben die als eine Momentaufnahme oder als ihr Zentrum? Ja, ich habe das so gesagt. Das erste ist quasi, was ist ihre Grundfarbe, von der sie glauben, wo sie jetzt drin sind. Und das zweite ist, was ist ihre momentane Stimmung. Okay. Und da gab es natürlich Unterschiede. Mhm. Aber es war interessant, wie viele auch in den blauen und roten Ebenen unterwegs waren. Und da bin ich natürlich auf eine ganz bestimmte Problematik gesprochen. Und die würde ich Sie auch mal fragen, wie Sie das finden, wenn Sie da Experte drin sind oder sich da auskennen. Mhm. Ich habe immer das Gefühl gehabt, der Graves hat dann auch ein Stück weit ein bisschen Angst gekriegt vor seinem eigenen Modell, weil das hat ja was Elitäres. Ja, also es neigt dazu, quasi eine Art mentalen Rassismus zu entwickeln. Ja, ein bisschen so sektiererisch. Ah, du bist ja nur blau, ja? Also man kann ja immer ins Höhere gehen. Mhm. Also es hat sowas wie in Kirchen auch, wo dann so die Priesterschaft nach oben wächst. Oder ja, das ist so dieses Jakobsleiter, dieses Aufstiegsdenken. Ja, genau. Scientology, ja, du bist der oberste Tetan oder Tetan Nummer 7 oder irgend sowas. Und also wir könnten mir vorstellen, er war ja ein schlauer Mensch, dass er da auch drauf gekommen ist, dass sein Modell auch missbrauchbar ist. Ja, na, was ich dann für eine Tendenz habe, das geht mir bei Claire Graves weniger so als bei Don Beck, dass er sich in die spirituellen, metaphysischen Räume gar nicht mehr so vorgewagt hat, sondern es sehr vereinfacht worden ist hin zu einem Managementmodell, das ich in Unternehmen anwenden kann, wo mir persönlich so der Spaß daran verloren geht und wo ich sagen muss, dass nicht zu Unrecht Ken Wilber das Modell in sein ganzes Weltbild eingeordnet hat, wo ich sagen muss, er hat es ein bisschen degradiert. Aber insgesamt kann ich das verstehen, weil er sagt so, okay, wenn Don Beck und alle Verteidiger von Spiral Dynamics im Prinzip dieses wunderbare Modell und die Ansätze waren ja bei Claire Graves schon da, so sehr vereinfacht, dass es nur noch ein Managementmodell ist, dann wird es dem nicht mehr gerecht, was es eigentlich sein kann. Ja, gut. Aber das ist wiederum eine andere Debatte, die finde ich auch sehr spannend, weil was ist Spiritualität? Könnten Sie das definieren?
Also ich finde auch, dass das Business oder dass die, ich bin ja, ich habe natürlich auch eine Resonanz zum Business. Ich will das Business verändern. Und man kann also ich finde, Spiritualität ist Verbundenheit. Ja, und es hat eigentlich nichts so Mystisches und Verblasenes. Für mich, komme eher aus der Systemtheorie und ich bin eiskalter Rationalist. Aber ich glaube auch, als eiskalter Rationalist kann man das Spirituelle auch definieren im Unmystischen. Ja, also genauso wie man auch die Wirkung von Meditation oder von Erleuchtung. Ja, also die Ja. Erleuchtung ist für mich eigentlich eine Entscheidung dazu, dass man Widersprüche, die als Paradoxien erscheinen, in eins sehen kann. Ja, und den Grund, vor dem es auftaucht. Und das ist für mich eigentlich schon Spiritualität. Also wie weit lerne ich den Grund, auf dem die Dinge erscheinen, kennen? Und wie sehr kann ich mich identifizieren mit den Dingen, die erscheinen, und als der Grund ruhen, in dem sie erscheinen? Und diese verschiedenen Stufen, wie ich das kann, und auch die Praktiken, wie ich da hinkomme und so weiter, das ist für mich Spiritualität, also theoretische quasi Ja, und ja. angewandte Spiritualität ist Spiritualität. eine mentale Technik, mit Wirklichkeiten umzugehen, ohne sie zu denunzieren. Ja. Und das andere ist eben die mentale Spaltung, und das führt ja immer in das, was wir sehen, in Populismus, in Autokratie, in Verblödung, in Entweder-oder-Blödsinn. Ja. Also ich finde das auch. Ich kenne auch ganz viele spirituelle Menschen im Business. Also die gibt es ja Ja, auch. ja, ja. Also warum sollte dieser Bereich des Ökonomischen völlig außen vor sein? Ja, das Mir ist ja geht wieder es eine Spaltung. nur um das Reduktionistische auf eine bestimmte Richtung, die Okay, ich also bedauere. ich fand auch, die haben versucht, sehr stark so eine Geldverdienmaschine daraus zu bauen. Aber ich finde es immer als Herausforderung. Also ich sehe meine Aufgabe in Bezug auf das Business als eine Störungsfunktion. Ich möchte die gerne in ihren regressiven Weltbildern stören. Ja. Ich finde, ein Unternehmen ist nicht nur dafür da, Kohle zu generieren. Ich habe aber nichts dagegen, wenn es Kohle generiert. Genau, aber das ist die Frage, Mit ist, den was steht Richtigen, ja. im Vordergrund? Und wenn ich Sinn zum Beispiel in den Vordergrund stelle, ich weiß nicht, ob Sie den Film über die Firma Upstalsboom kennen. Nee, wie heißt das? Was ist das? Die Stille Revolution heißt der. Und da geht es darum, dass der Chef einer Hotelkette in einer anonymen Umfrage das Feedback gekriegt hat: Die Firma ist super, nur der Chef ist scheiße. So. Und er gesagt hat: Alles klar, wer bin ich eigentlich? Wer bin ich? Und er hat sich ein Jahr zurückgezogen ins Kloster, hat meditiert und so weiter, und hat gesagt: So, will ich der sein, der als Chef immer gehasst wird, weil er die Entscheidungen treffen muss, um das Unternehmen am Laufen zu halten? Also braucht es überhaupt einen Leitwolf an der Stelle, in der Form, wie ich es bisher geglaubt habe, dass ich es bin? Und er hat angefangen, also schon den Azubis und so weiter, ist mit denen auf den Kilimandscharo gegangen. Er hat denen ganz viel Entscheidungsraum gegeben und so weiter. Und die Leute gehen, die stehen 20 Minuten, bevor die Arbeit losgeht, sind die da. Und ich, ja, und sagen, in meinem Leben hätte ich niemals erwartet, dass ich mit meiner Lehrstelle oder meinem Job so viel Sinn schaffen kann. Und er hat gesagt: Wir lassen mal 2, 3 Jahre alle Zahlen weg. Wir gucken nicht mehr auf die Zahlen, sondern wir gucken nur noch auf Sinn. Wir gucken, wie glücklich gehen unsere Gäste hier raus, wie glücklich gehen meine Mitarbeiter hier raus. Und die Zahlen haben sich verzigfacht, und die haben noch weitere Hotels aufgemacht und so weiter. Und alle sind tierisch happy, also ob das die Mitarbeiter, die Gäste und eben dieser Chef sind. Und das finde ich so faszinierend. Und da bin ich persönlich wieder im Boot, wo ich sage: So, genau, also Arbeit und Unternehmertum als Sinnmaschine, das finde ich fantastisch. Ja, genau. Also so darum geht es ja eigentlich. Und ich glaube, deshalb ist es auch ganz legitim, diese Dinge für Systeme wie die wirtschaftlichen Systeme, die sind uns ja nicht so fremd in Wirklichkeit. Vieles ist ja ökonomisch, auch die Natur hat ja Ökonomien, ja. Also das ist schon so, ja. Aber man muss natürlich den Unterschied zwischen Effizienz und Effektivität verstehen, nicht? Also Effizienz ist der Versuch, aus Prozessen immer mehr rauszuquetschen, bis die Kuh so ein dickes Euter hat, dass sie umfällt, ja. Und Effektivität ist das, was die Natur macht. Die ist ja verschwenderisch und üppig, aber miteinander eben in einem permanenten Gespräch. Ne? Und
Also das sind so die grundlegenden Gedanken, glaube ich, die man braucht, wenn man sich auf den Weg macht in die Wirtschaft. Man muss das übersetzen können. Ja, das ist, glaube ich, der Punkt. Und nicht nur als Bestätigung benutzen. Ne? Dann sagt die Firma, ich habe jetzt ein Zertifikat, dass wir gelb sind. So. Kann sich zwar nichts verkaufen oder so. Aber dann kriegt man wieder so einen elitären Priesterkult. Aber das finde ich ja auch, die Spiral Dynamics ist ja nie richtig ganz berühmt geworden. Das ist immer so ein Geheimtipp geblieben und ich finde, da ist es auch eigentlich ganz gut. Weil man muss dann eigenen Weg reingehen in dieses Modell und dann erschließt sich einem die Komplexität der Welt und die Richtung der Welt. Absolut. Ja, die Richtung ist nach oben gerichtet, was aber eben nicht heißt, und das muss man erstmal verstehen, dass es eine Zwangshaftigkeit dieser Entwicklung gibt. Ja. Mhm. Sie ist natürlich von den kosmischen Zufällen, von allem auch beeinflusst. Und am Ende ist es eine Entscheidung, ob man diesen Weg geht. Das ist ja bei allen spirituellen Wegen ist das so. Und letztendlich ist es auch eine Entscheidung der Menschheit. Ne? Also das überhaupt als Menschheitsentscheidung darzustellen, ist ja noch relativ neu. Früher war es ja immer die Nation. Und also das ist ja ein Stufenmodell, worauf wir uns beziehen. Am Anfang beziehen wir uns auf unseren Clan, dann auf unseren oder auf unsere Familie. Die Familie wird immer wichtig bleiben. Dann kommt irgendwann der Nationalstaat. Dann, also wie fühlen Sie sich zum Beispiel? Fühlen Sie sich primär als Deutscher, Europäer oder Weltbürger? Das ist immer eine tolle Frage, die man Leuten stellen kann. Ja, naja, also ich bemühe mich darum, weil ich habe auch genau über dieses Thema ein Video gemacht, mich als allererstes als ein Deutscher zu verstehen und mit dem in mir klarzukommen, dass ich nicht als Deutscher verstehen möchte. Mhm. Weil ich denke halt, es sind ja Holone, der Deutsche und der Europäer und der Weltbürger, das sind ja ineinander verschachtelte Holone. Und wenn ich den Deutschen in mir ablehne, dann kann ich auch kein vollständiger Europäer sein, weil warum soll ich denn die Franzosen und die Polen gut finden, wenn ich die Deutschen ablehne? Also bin ich kein vollständiger Europäer, wenn ich mich aufgrund von unserer Vergangenheit ablehne. So, und wenn ich das, und das ist im Prinzip auch das, wo ich eigentlich jeden auffordere, der sich so, ich sag mal, Spiral Dynamics grün nach außen orientiert und sagt, nee, ich bin Weltbürger und so weiter und so fort und ich bin keinesfalls Deutscher, dass er eigentlich genau die Holone in sich ablehnt, die ihn zu einem stabilen Weltbürger machen, nämlich der durchaus stolz sein kann auf sein Harz, auf die Kühe, auf der Weide, auf das, was seine Großeltern geschaffen haben, das, was sie geschaffen haben und auch das integrieren kann, was sie kaputt gemacht haben. Genau. Und dann kann ich ein selbstbewusster Weltbürger sein. Sonst bin ich ein Flüchtling. Ich flüchte mich im Prinzip in das Konzept Weltbürger, aber habe überhaupt nicht bei mir zu Hause aufgeräumt am Ende. Genau, das ist das Prinzip der Integration im Generellen. Ja. Und darunter sind natürlich noch weitere Schachteln oder Holone, also die Familie wahrscheinlich sind, wenn wir uns fragen, wird uns unsere Familie, also wenn man sich fortgepflanzt hat sowieso oder sonst die Freundesfamilie, immer ein Stück weit wichtiger sein als das Deutsche oder sowas. Aber diese ineinander geschachtelten, man müsste fast sagen, russischen Puppen, wenn die in Unordnung geraten, dann entsteht Konflikt. Ja? Und die Russen können sich mit sich selbst ja nicht versöhnen irgendwie. Ja? Die hängen in ihren alten Traumata fest, in ihren unerlösten Traumata. Und wir Deutschen haben zumindest, da bin ich sehr stolz drauf, haben wir versucht, uns damit auseinanderzusetzen, mit dem, was geschehen ist. Und das finde ich sehr, sehr richtig. Ja? Aber es ist eben, man muss diese ineinander wirkenden Holone verstehen, weil wenn man sie nicht integriert, dann wuseln sie da herum. Ja? Also wenn ich meine Familie lebenslang ablehne, ist das genauso bescheuert. Ja, und es gibt ja noch andere Bezüge, Sie haben das gerade gesagt, zu Landschaften, der Harz. Ja? Ich kenne also viele Leute, die sagen, ich bin eigentlich eher mein Stadtbewohner oder ein Regionsbewohner. Das ist eigentlich etwas viel Tieferes, was ich so empfinde. Und wir versuchen immer so in der Trendforschung und Zukunftsforschung so Begriffe dazu zu finden, nicht der Glokalist. Ja, so. Also wo sich beides ineinander verschachtelt. Momentan scheitert ja irgendwie die Globalisierung in ihrer abstrakten und übermenschelnden Form. Und die Leute haben wieder so eine Sehnsucht nach den kleinen Räumen, aber da geht es ja nicht hin zurück. Ja. Wir können den Planeten ja nicht vergessen, zumindest nicht seitdem wir in der Umlaufbahn waren. Dazu möchte ich eine meiner Fragen anbringen. Ich habe im Prinzip aus der Beobachtung der letzten Jahre, gibt es aus meiner Sicht zwei große Tribes,
Und da ist auch die Frage, welche Wissenschaft steckt da jeweils dahinter? Der eine Tribe ist der, von dem ich glaube, dass wir den brauchen als eine neue Form von konservativen Tribe, der sagt, wir brauchen Ökolandbau, wir müssen die Erde, die Hände in die Erde stecken, wir müssen dem Menschen, der Natur des Menschen zumuten, dass er auch mal eine Krankheit aussitzt, ohne dass sie weggeimpft oder weggespritzt oder sonst irgendwas wird. Der Mensch muss Handwerker bleiben, so dieser Tribe. Ich nenne das mal den ländlichen Tribe. Das sind die Leute, wo ich denke, dass in Zukunft sowas wie Großgardening stattfinden wird, wo wir wegkommen von unserer Agrarwirtschaft, wie sie jetzt ist, sondern dass wir im Prinzip Mikroklimata schaffen, in denen wir auf relativ kleiner Fläche eine relativ hohe Artenvielfalt an Nutzpflanzen und an allgemeiner Pflanzen- und Tiervielfalt haben. So, das ist das, was ich so sehe, wo ich denke, das braucht es als einen gesunden Trend. Und das darf sich auch stabilisieren und da dürfen diese ganzen Pilotprojekte, die es auf der Welt schon gibt, die dürfen sich da auch manifestieren. Und das andere ist dieser urbane Tribe, wo wir im Prinzip Tomaten auf Substraten in Hochhäusern züchten, die noch höher und höher sind, wo die Leute alle in Wohnboxen leben, wo, was weiß ich, 7.30 Uhr synchron der Wecker klingelt und die dann alle irgendwo an ihr Display gehen und irgendwelche Nahrungsmittelströme schieben, whatever. Also das sind für mich so die beiden Haupttribes, wo ich die Welt so hinrollen sehe. Und ich finde auch durch die 2 Jahre Corona hat sich das so deutlich gezeigt, dass auch das Interesse der Leute ganz stark in die Richtung geht. Die einen sagen so, nee, diese alte scheiß Natur, der können wir ja nicht mehr vertrauen. Wir brauchen 100% Schutz, wir brauchen 100% dies, wir müssen von all denen, das muss alles ausgeschlossen werden, die Natur muss raus, die findet außerhalb der Mauern statt, dann kann sich das auch mit dem Klimawandel und alles, kann sich das alles regenerieren. Und die anderen sagen, nee, wir müssen raus, wir müssen die Erde formen, wir haben es sowieso schon so stark übertrieben, dass wir bestimmen müssen, wie wir mit der Erde zusammenleben. Ja, Posthumanismus also, dann auch. Ja, ne? Genau, genau. Wie sehen Sie das? Ja, aber sehen Sie, da sind Sie, glaube ich, wieder ein bisschen in die alte Binarität zurückgerutscht. Nicht? Ich sehe das eben anders. Ich glaube, das ist ja dieses ineinander verschraubte, spiralische Denken. Ich sehe das nicht als entweder oder. Das wirkt so. Ich glaube, dass es aber in Wirklichkeit ein Konstrukt ist, dass es zwei verschiedene Leute gibt. Also ich bin in meinem Leben immer wieder zwischen diesen Tribes hin und her gewandert. Ich war Selbstversorger auf dem Land. In der ersten Atomangst, ja, jetzt haben wir ja wieder eine. Ja. Ich bin bis heute Gärtner auch geblieben, aber ich bin heute Urban-Gärtner und mache das auch ganz anders. Und ich kenne Leute aus der Biochemie, die zum Beispiel diese Impfstoffe jetzt entwickelt haben, die sehen sich als Handwerker. Ja. Also RNA ist ja nichts anderes als ein natürliches Prozessform, die Evolution entwickelt hat und die wir jetzt handwerklich erleben. Das ist genauso, wie wenn Sie einen Nagel extrahieren. Ja? Ein Nagel, da brauchen Sie erst, müssen Sie auch erstmal mit Metall arbeiten. Es gibt ja dieses berühmte Experiment von einem bekannten Künstler, der versucht hat, ohne Technologie einen Toaster nachzubauen. Ja? Was Sie dazu allein an Extraktionen brauchen, an Unnatürlichkeiten in Anführungsstrichen, das halte ich aber alles für Quatsch. Sondern ich glaube, dass das Handwerkliche eben auch im Hochtechnischen liegen kann. Man muss es nur richtig machen. Ja, weil wir zum Beispiel unterhalten uns jetzt über Zoom. Das ist ja eine hochartifizielle Form. Wir könnten sagen, das ist von der Natur nicht genehmigt. Ja. Nein, ich glaube, dass wir menschliche Kommunikation in der richtigen Art und Weise nutzen und dafür Technologien benutzen. Woran ich nicht glaube und was ich in der Tat aberwitzig finde, ist der exponentielle Glaube, dass wir quasi dem davonlaufen können, was in der Natur auch an Rhythmen, an Verschränkungen existiert. Ja? Also das war das mit dem Beispiel mit dem Kuhäuter. Man kann einzelne Elemente der Natur so aufblasen, dass man einen Fetisch daraus macht und dass man dann wirklich entfremdet ist. Aber ich glaube, gute Technologie hat immer was Organisches. Aha, ja? Also ich wohne hier jetzt in einem Haus, es geht in Richtung Zero Carbon und wir versuchen, und ich merke, je mehr wir das technisch ausgestalten, also Solaranlage auf dem Dach, Batteriesysteme, kein Gas, kein Kohle, kein nix, nur fossil. Wir fahren nur Elektroautos, aber wir sind hochmodern. Wir wollen auch auf nichts verzichten. Ich will das nicht. Ich will die Fülle genießen, die die Natur auch hat. Und ich glaube, wenn man das richtig macht,
dann kommt man aus diesem Dilemma raus. Ja? Und ich glaube, dass man das auch gar nicht braucht. Und ich habe gleichzeitig eine Tomatenfabrik in Island besucht. Das ist eine Geothermalfabrik, die erzeugt ein Viertel des gesamten Tomatenbedarfs der Isländer. Das ist nicht ganz wenig, tonnenweise. Und da wird in der Tat in Glaswolle und in all dem werden die Tomaten gemacht mit Energie aus den Vulkanen. Ja, die Fabrik ist CO2-frei und sie ernährt Menschen, die dort leben wollen, was sie sonst nicht könnten. Mhm. Ja, also ich meine, auf Dauer nur von Rentierfleisch, das ist dann schwierig. Ja? So, why not? Also, ja, wenn wir unsere Technologien so gestalten, dass alles wieder in einen Kreislauf hineingeht, Cradle to Cradle, ja? Und wenn wir bestimmte Exzesse und auch Illusionen abschaffen, ja, zum Beispiel, dass man den Tod abschaffen könnte. Ich glaube schon, dass man das kann. Ich glaube, man wird dabei nur den Menschen opfern. Ja? Also wenn wir uns irgendwann hochladen in einen Rechner, dann sind wir einfach keine Menschen mehr. Ja. Sondern was weiß ich, dann macht es keinen Spaß mehr. Also, ja, nicht den Spaß, den wir vorher hatten. Ja, ja, genau. Ja, der Tod ist zwar kein Spaß, aber es ist, also ich glaube, wenn man das systemisch begreift, dann ist wieder, können wir wieder sehr schnell zwischen diesen beiden Tribes vielleicht eine Einheit herstellen. Mhm. Ja? Also wie machen wir das mit dem Fleisch? Ja? Ich bin kein Vegetarier, weil ich liebe irgendwie Fleisch und dann habe ich aber auch versucht zu lernen, Tiere zu töten. Aber vielleicht gibt es irgendwann in dieser Spiralentwicklung ein Fleisch, wo man keine Tiere mehr töten muss. Das sind wir ja kurz bevor. Ja. Ja? Also vielleicht gelingen uns technisch mentale Synthesen, die eine Zukunft haben. Also die das Zukünftige, Zukünftige ist das Evolutionierfähige ausdrücken. Also so wäre meine Antwort. Vielleicht müssen wir gar nicht das so tribal durchdefinieren, sondern die Aspekte sind, also es gibt Menschen, die rennen ganz stark in einen Aspekt und das ist in der Tat blöde. Genau, es gibt also eben, wie wir ja erfahren, und das ist das Schöne, weil uns da hilft uns diese Theorie, es gibt immer mehr Menschen, die wollen nicht nur einen Aspekt. Es gibt zwar jetzt auch wieder Russen, die wollen nur einen Aspekt, nämlich ihre Macht durchgesetzt kriegen und sich dafür auch Lügen erzählen lassen. Aber es gibt eben viele Menschen, die sagen, Moment, da war ja auch noch das andere. Und das finde ich eigentlich eine gute Entwicklung. Ich bin noch in der Zeit aufgewachsen, wo man zum Beispiel genau wusste, ob man links oder rechts war. Ja? Dass das heute nicht mehr so klar ist, finde ich eigentlich ganz gut. Ja, das ist spannend. Aber da war auch so ein Blödsinn dahinter oft. Ne? Ja. Wir haben das ja gerade gesagt, das Konservative ist doch ganz wertvoll. Ja. Das Konservative kann ja ganz progressiv auch sein. Ja, ja, absolut. Ja? Aber das ist noch was anderes, als reaktionär und Hetzer zu sein, ja, und Feinde zu produzieren. Also ich glaube, auch hier, auch im Politischen, brauchen wir eigentlich komplexe Modelle der Entwicklungsfähigkeit, die miteinander verschränkt sind, wo das Konservative und das Progressive anfangen, miteinander zu schillern. Mhm. So würde ich sagen. Ja. Und jetzt muss ich allmählich mich zu meinem Zahnarzt verabschieden, der auch ein Hochtechniker ist. Und ich bin so froh, dass ich in diesem Jahrhundert wohne, wo es gute Betäubungsmittel gibt. Ja. Die kommen nämlich eigentlich auch aus der Natur. Ja, die meisten. Die meisten schon. Ne? Herr Hawks, dann wünsche ich Ihnen alles Gute für Ihren Zahnarzttermin. Mir war es eine Freude. Also ich muss ganz ehrlich sagen, okay, ich finde es gut, dass Sie da Ihre Kneipe machen und da werden Sie wahrscheinlich jedes Wochenende irgendwie wieder tolle soziale Erfahrungen machen, oder? Auf alle Fälle. Also das ist eben eh der Grund. Wer kommt da hin zu Ihnen? Menschen aus der Umgebung, die erstens meine selbst definierten Brotaufstriche lieben, andererseits einfach mit dem Fahrrad eine schöne Runde aus der Stadt rausdrehen wollen. Aber jetzt nicht ein bestimmter Tribe? Nee, kann man so nicht sagen. Eltern mit Kindern, ältere Menschen, alle möglichen. Ich habe noch eine Frage. Ja? Es gibt von Frank Thelen die 10 Times DNA. Ich weiß nicht, ob Ihnen das was sagt. Frank Thelen ist ja dieser, für wer ihn nicht kennt, der Großinvestor aus dem Tech-Bereich. Und diese 10 Times DNA sagt im Prinzip, es ist nicht mehr genug, wenn wir Sachen einfach nur verbessern, sondern wir müssen sie um ein Zehnfaches verbessern. Ein Auto ist kein Auto mehr, sondern ein Auto muss fliegen und es muss kohlendioxidneutral sein und so weiter und so fort. Und für mich klingt das, als hätte irgendjemand den Gong nicht gehört und es geht immer noch weiter zu sagen so, okay, mehr reicht nicht mehr, wir brauchen 10-mal mehr. Und kennen Sie das? Finden Sie das genauso verrückt wie ich?
Ich finde es gar nicht verrückt, sondern Thelen ist einfach ein getriebener und auch unerlöster Mensch. Und das spiegelt sich in solchen Theorien. Ja. Das ist natürlich biopsychosozial, kann man sehen, da ist auch eine große Einsamkeit drin und auch eine große Todesangst. Und man will immer der Allergrößte und der Allerschnellste und der Allerbeste sein. Das will man ja aus einem bestimmten Grund, weil man sich eigentlich ein bisschen klein fühlt. Und das kann man spüren in diesen Übertreibungstheorien. Ja. Also es gibt ja durchaus Skalierungen. Also wenn Sie mal sich anschauen, wie zum Beispiel das Licht sich verändert hat, die Technik des Lichts. Ne? Wir haben einen Faktor von 10 in der Tat von Lichteffizienz gehabt. So. Das ist ja, gibt es ja immer wieder auch in der Technologiegeschichte. Nur ich glaube, das als Prinzip in die Welt zu nageln, ist fatal. Ja? Weil es braucht eben als Gegenelement auch immer das Dunkle und das Langsame und das Schummrige, das Kerzenlicht. Ja? Also es hat eine Getriebenheit. Ja? Und ich glaube, das Schöne an der Spiral Dynamics, es hat auch so eine innere Entspanntheit. Wenn man es richtig versteht, ist es auch relaxed. Weil, also es hat zwar eine elitäre Problematik in sich, die man missverstehen kann, aber es hat auch etwas im Sinne, es ist okay. Ja? Also auch, es ist auch okay, wenn man aggressiv ist. Wütend zu sein kann ja super sein. Ne? So, es ist okay, wenn man es in den größeren komplexen Zusammenhängen, in den evolutionären Möglichkeiten sieht. Und evolutionäre Möglichkeiten heißt aber immer Rückkopplung. Rückbindung heißt auch Bremsung. Ja? Wenn man immer mehr weiter beschleunigt und beschleunigt, fährt man gegen die Wand. Oder es wird immer mühsamer, weil die Lichtgeschwindigkeit erreicht man nie. Und dann wird die Masse immer größer und das ist auch nicht gut. Das wir seit Einstein wissen. Also ich finde, das ist eine Übertreibung, die ein bisschen traurig ist. Ja, kommt das auch aus der Angst, dass es irgendwann vorbei ist jetzt mit dem Wachstum, mit dem unbändigen, permanenten Wachstum und dass man sagt, so, okay, wir Ja. brauchen eine noch tollere Ja, aber auch daran kann man sich doch entspannen. Das ist ja alles eine Scheindiskussion. Was heißt denn Wachstum? Wachstum, wir definieren das eben als industrielles Wachstum. Mehr Güter, mehr Materie, mehr Rohstoffe. Aber das ist ja eine blödsinnige Idee von Wachstum. Wir haben ja auch geistiges Wachstum, das hat ja damit zu Unbedingt, tun, ne? ja. Ja? Und wir können zum Beispiel auch in einer Gesellschaft ökonomisch, sogar mit den ökonomischen Kennwerten wachsen, die eine reine Dienstleistungsgesellschaft ist. Das geht, ja. Also alle sagen immer, man kann vom Friseur, kann man keine Wirtschaft betreiben, man braucht Industrie. Klar, aber diese Industrie kann auch völlig anders aussehen. Die kann ja feinstofflich sein, die kann Cradle to Cradle sein. Also ich glaube nicht, dass es Grenzen des Wachstums in einem absoluten Sinne gibt, aber es gibt Grenzen also Sinn, es gibt, irgendwann fängt man an, blödsinnig mit Rohstoffen umzugehen. Ja? Und dann werden sie knapp und teuer und es ist blöd. Ja? Oder man muss dauernd irgendwas verbrennen. Was ein Blödsinn. Ja. Das Ja. ist ja kein guter Umgang mit Materie, immer was Nee. zu verbrennen. Ja. Ja. Öl, Kohlenwasserstoffe, vielleicht können wir was Gescheiteres draus machen. Ja. Also so, ich würde das nochmal im Kopf einfach umdrehen. Ja, lass uns fröhlich wachsen, aber anders, völlig anders. So würde ich sagen. Ja. Nee, ich finde zum Beispiel Hesses Romane, gerade wenn man sich sowas wie das Glasperlenspiel anguckt oder Nazis und Goldmund, Ja, das ist alles schon verstanden. wo so Ja. viel Geist in das geistige Wachstum Ja, reingesteckt ja. wird, ja, wo ganze Nationen im Prinzip einfach wirklich auf den Erhalt und den Wachstum einer Kultur ausgerichtet sind, wo Güter und Verkaufen gar nicht das große Ding ist, sondern wo die ganze Nation daran arbeitet, ein Wissen zu vertiefen und zu Ja. erschaffen und so weiter. Und das ist Aber wirklich der Handel faszinierend. und der Wandel haben trotzdem auch die Kulturen wieder Genau, positiv das ist ja an verändern der Stelle können. Ja, gar das nicht lieben wir ab. ja auch daran, dass eine Kathedrale ist über Generationen gebaut und von vielen verschiedenen Leuten. Und ja, also auch da wieder geht es um Integration. Aber in diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Freude bei Ihren Missionen. Mission is never completed. Vielen Okay. Dank. Ja, danke für Ich Ihre danke Zeit. Ihnen. Bis Tschüssi. dann.